Hallo, grüß euch. Ich brauche jetzt ganz schnell ein Brot und zeige euch jetzt das schnellste Brot der Welt. Und zwar ist das ein Bierbrot. Da schreckt es aber bitte nicht, weil das merkt man eigentlich nicht im Geschmack. Und das verdampft auch der Alkohol. Ich habe jetzt zwar ein alkoholfreies Bier genommen, kann man auch, ein normales Bier ist auch wurscht, auch Kinder können das Brot essen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil das einfach der Alkohol verdampft. Das ist total ein schnelles Brot und ich muss sagen, zu einer Bretteljausen oder mit Butter und Schnittlauch, mit Butter oder Radieschen oder Butter und Paprika, das ist einfach der Hammer. Ich liebe dieses Brot, muss ich echt sagen, obwohl es total easy ist. Ich muss auch lachen, weil ich mit dem Thermomix trotzdem die Waage hernehme. Da lachen sie mir aus, aber es gibt Gründe. Und das habe ich eh schon einmal gesagt, Backen ist für mich ganz genau und der Thermomix dort 5 Gramm auf oder ab, der neue eh nicht, aber der alte noch. Und das mag ich nicht. Ich will das ganz genau haben. Ich habe jetzt da drinnen im Thermomix 500 Gramm, also ein halbes Kilo Roggenmehl. 500 Gramm Roggenmehl. Dann tun wir rein ein Backel Backpulver. Dann tun wir rein ein Brotgewürz. Brotgewürz mag ich total gern. Normal gehört ein Löffel rein, ich tue so 1,5 Löffel rein, aber das kann jeder machen, wie er will. Ein Esslöffel Salz. Und ein halbes Liter Bier. Das ist gewesen. Ich habe jetzt da schon rausgeklaut, weil es ja so wahnsinnig schäumt. Jetzt ist der Kessel schon voll. Also ich habe jetzt ein alkoholfreies Bier genommen. Muss man nicht, auch wenn man Kinder hat, nicht, weil es nichts tut. Ich lasse das jetzt bei 3 Minuten lang im Thermomix kneten und form dann mit euch zusammen ein Weckerl. Und das tun wir dann sofort bei 220 Grad. Ich habe jetzt eine eigene Funktion beim Backerl, Ober- und Unterhitz, wo der Tropfen, wo die Feuchtigkeit drinnen bleibt. Wenn ich das nicht habe, einfach 220 Grad auf Heißluft, unten ein Ding einstellen, eine Tasse mit heißem Wasser und nach 10 Minuten abfallen auf 180 Grad. Und dann lassen wir es ungefähr noch 50 Minuten rein. Dann tun wir mal unten aufklopfen, ob es hohl klingt und wenn es hohl klingt, ist das Brot fertig. Ich knete jetzt den Tag mit dem Thermomix, weil das relativ laut ist und tue noch zusammen mit euch das Weckerle machen. Gell? Bis gleich. So. Das Einzige, was bei dem Tag ein bisschen blöd ist, er ist relativ wach. Was ich noch dazu sagen wollte, das geht natürlich selbstverständlich mit jedem anderen Küchengerät auch. Das muss kein Thermomix sein. Ich muss noch hier und da was mit Thermomix machen, weil ich kriege Kommentare, warum der Thermomix da drüben im Eck steht und total verwaist. Das ist aber nicht so. Ich mache ganz viel mit Thermomix. Aber es hat nicht jeder einen Thermomix. Und darum mache ich ganz viele Sachen mit anderen Küchengeräten, die was eigentlich jeder hat. Weil ein Handmixer hat jeder, das ist das gleiche wie die KitchenAid. Die KitchenAid ist halt ein bisschen stärker wie ein Handmixer. Aber gehen tut das alles ganz genau. Es ist nur einfach ein bisschen langwieriger von der Zeit wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Der Tag ist relativ weich, also ihr müsst mit Mehl arbeiten. Ich tue Mehl auf und tue Mehl auf die Arbeitsfläche, weil sonst funktioniert das nicht, weil es wirklich ein weicher Tag ist. Siehst du, da bleibt ständig bicken. Das ist das einzig Negative bei dem Brot, aber schmecken tut es einfach hervorragend. So. Einfach mit Mehl arbeiten und jetzt tun wir es schon. Da auf. Das ist das einzig Lästige, dass man es einfach, wo man es zu einem richtig schönen Laberl. Aber wie gesagt, das ist so ein richtiger gutes Brot.
Ich tue einfach ein paar so Dinge reinmachen, dass der Dampf ein bisschen auskriegt. Das ist einfach so wach, das Brot, das ist ein Wahnsinn. Nichts verkippt. Picken wir das jetzt auch noch auf. Jetzt muss ich mal die Hände waschen. Das ist fast so ein Tag wie ein Finchgerl. Die Südtiroler Finchgerl. Man kann da auch von dem Tag kommen auch mit dem Löffel, so wie die Finchgerl, kommen auch ein Brot, so Ding machen. So Broteln machen, so groß wie die Finchgerl sind. Die muss man halt weniger lang backen, 35 Minuten meine ich, oder 45 Minuten bei 180 Grad. Und ich mag aber eigentlich ganz gerne mal Scheibenbrot hier und da, muss ich sagen, weil für Schnittlauch oder Radieschen kriegt mir die Scheibenbrot. Wahrscheinlich Einbildung, einfach kein Motto davon. Ich tue das jetzt ins Backerl, so wie ich gesagt habe, 220 Grad, 10 Minuten abfallend auf 180 Grad und dann lasse ich es noch 50 Minuten backen und dann klopfe ich einmal. Ich zeige euch natürlich das selbstverständlich das backene Brot, was ich, wie ich es vom Rell aus tue. Und ich sage noch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, aber wir sehen uns ja noch wegen dem Brot. Und alles Gute. Und wenn ihr mal schneller Brot macht, braucht es, dann macht es das nach der Dörf. Das braucht man auch nicht gehen lassen, das geht ruckzuck. Viel Zeit dabei. Mach mal Licht, dass du mich sechs. So, ich habe jetzt das Brot 10 Minuten auf 220 Grad, damit die Krusten schön wird, weil dann wird sie ein bisschen die Krusten richtig gut. Und dann habe ich es noch 40 Minuten. 40 Minuten ist genug. Wenn das so hohl klingt, ist das Brot fertig. Ich lasse das jetzt auskühlen, weil wenn ich das so heiß anschneide, dann wird es batzig in der Mitte. Man muss es schon auskühlen lassen. Zumindest, dass das Ganze nur mehr lauwarm ist. Dann schneide ich es auseinander und stelle es ins Netz, ein Foto dazu und macht es nach. Wenn sie in einer Stunde Brot braucht, ist das das Ideale. Ihr müsst halt gerade eine Flasche Bier daheim haben. Das ist alles. Aber an der Backpulver und sonst hat man das Mehl, hat man wahrscheinlich so und so daheim. Ich mag das ganz gern, wenn es einmal schnell gehen muss. Und ich habe jetzt einen frischen Schnittlauch am Balkon. Und ich freue mich echt jetzt auf ein Brot mit Butter und mit ganz einem Haufen Schnittlauch. Einen richtigen, guten, frischen Schnittlauch. Auf das freue ich mich jetzt und macht es nach. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!